Junge, was soll Leserbrief heißen? Radio Lotte hat doch schon Radio im Namen, Mann, ey. Ich raste aus, es heißt Hörerbrief. Stimmt. Timo hat den Timer eingestellt. Oh ja. My time is now. Time of my life. Time of my life. Oh, machen wir jetzt hier Gesangsradio, ein bisschen A Cappella, weil wir uns Musik nicht leisten können? So ist es. GEMA-frei natürlich. Oh, hallo Leute, ihr seid schon da. Oh, das ist aber schön. Herzlich willkommen, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn hier bei Brennpunkt Internet. Wir sind in der 20. Folge. Jubiläum, Jubiläum, Jubiläum. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Das heißt, das Staffelfinale. Quasi. Wir haben ja die erste Staffel vom Sofa bei mir gemacht. Stimmt. Die zweite Staffel jetzt hier bei Radio Lotte. Die dritte Staffel. Was wird noch kommen jetzt, ja? Bundestag. Sicher? Klar, da sind wir nämlich thematisch gleich drin, aber ich fasse noch kurz zusammen, was wir nämlich machen am Ende einer Staffel, etwas Besonderes. Wir haben letzte Woche ja natürlich schon was Besonderes gemacht, deswegen greifen wir heute nicht ganz so tief in die Trickkiste, würde ich sagen. So ist es. Wir verbieten Anglizismen. Wir werden die deutsche Sprache heute feiern. Okay. Zelebrieren. Man kann ja dann auch mitzählen, ich bin zu faul dafür, aber ihr könnt dann unsere Verstöße zählen, wenn wir einen Anglizismus verwenden. Obwohl wir es nicht dürfen. Dann schreibt es in die Kommentare auf YouTube oder schreibt uns per Instagram oder so und der richtig liegt oder so. Oder wir können irgendwas verlosen, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht was. Eine Postkarte. Eine Postkarte. Ich schicke euch eine Postkarte. Ich habe noch ganz viele anstößige Postkarten bei mir rumliegen. Schön. Zählt unsere Verstöße. Vielleicht gibt es ja auch gar keine, weil wir so gut sind. Auf jeden Fall sind wir Brennpunkt Internet. Wir sind super gut. Wir verbinden nämlich das junge, dynamische Publikum im Internet mit, naja, dem nicht ganz so dynamischen Publikum im Radio. Die alten Zuhörerinnen und Zuhörer im Altenheim, die kurz vorm Schlafen gehen sind. Und vorher noch schnell CDU wählen. So, oh, warte es. Mal. Oder auch nicht. Die Erst- und Letztwähler. Aber bevor wir einsteigen, ja. es passiert, Robin, wir bekommen Feedback. Ja? Wir bekommen Fanpost. Hast du es auch bekommen? Es ist großartig. Den Leserbrief? Das jetzt nicht, aber ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ah, ja, okay. Das ist ja, der erste Anglizismus. Du musst es korrigieren. Die erste Bildschirmfotografie ja. Bekommen von einer guten Bekannten von mir, welche unseren Podcast sich anhört. Was für ein Ding hört die sich an? Ach, verdammt. Unsere Radiosendung anhört. Ich hoffe, Radio ist kein Anglizismus. Anhört, während sie im Labor sitzt und arbeitet. Wir haben intellektuelle Grüße Zuhörer. Gehen raus, ne? Richtig. Das ist schön. Das ist wirklich also Grüße schön. Gehen raus an dich. Ja. Eine sehr talentierte junge Frau. Aber auch noch viele andere Leute, die mir schreiben per WhatsApp, wo ich gar nicht weiß, wo die meine Nummer her haben, schreiben mir auch, dass es schön ist. Ein Pirat hört hier fleißig zu. Also von der Partei, nicht diese über die See fahrenden Vergewaltiger und Brandschatzer da. Mit Augenklappe und. Genau, ein ganz sympathischer junger Mann, der retweetet auch immer alles, was ich so poste. Was macht der? der, ja okay, ich glaube, das kann man gar nicht deutsch übersetzen. Also doch, er teilt Beiträge auf. Er rückzwitschert. Ja, er teilt Beiträge im Internet, ja. Die man verfasst hat. Genau. Auf einer Plattform mit blauem Vogel. Zwitscher, ja. Zwitscher. Twitter. Ja, wundervoll. Also Grüße gehen raus an euch alle, aber natürlich auch an Dashinia. Dashinia hat nämlich jetzt den allerersten hasserfüllten Leserbrief eingesendet. Oh, geil. Leider nur in digitaler Form. Also wir warten noch auf den ersten Brief. Ja. Also wirklich einen Brief, analog. Und ich lese den jetzt einfach mal vor. Ich habe vorhin nur den ersten Satz so ganz andeutungsweise angehaucht, ja. Der wurde uns so weitergeleitet. Er ist in meinem Spam-Ordner gelandet. Ach, fuck. Wo? Ja, im, warte mal, was gibt's denn für ein deutsches unangemessene Werbung oder sowas? Was ist denn da deutsches Wort für? Im Mülleimer hast du es gefunden. Ja, im Mülleimer, sagen wir jetzt einfach mal. Naja, gut, ich lese mal vor. Alles übrigens groß geschrieben, ja. Junge, was soll Leserbrief heißen? Radio Lotte hat doch schon Radio im Namen, Mann, ey. Ich raste aus, es heißt Hörerbrief. Stimmt. Da hab ich noch nie drüber nachgedacht. Fuck. Okay, also wenn jetzt hier ein Anglizismus kommt, dann lese ich den einfach vor, weil das ist Zitat. Ja, ist ja ein Zitat, ne? Ja.
Auch im scheiß Internet ist eine Antwort auf einen Podcast kein Brief eines Lesers bzw. einer Leserin an den Autor oder der Herausgeber eines publizierten Textes an alle Leute, die Leserbrief sagen. Ich hege persönlichen Groll gegen euch. Also passt lieber auf, wenn ihr rausgeht, weil ich euch fertig mache, wenn ich euch sehe. Ich habe meinen Duden dabei und dann werdet ihr sehen, dass die Zuschrift eines Hörers an den Rundfunk-Hörerbrief heißt. Vor allem könntet ihr, wenn ihr es nicht anders lassen könnt, sogar die im Duden genannten Synonyme für Leserbrief verwenden. Zuschrift, Einsendung, offener Brief, Post, Schreiben, Schriftstück, Stellungnahme, Zeilen, Zusendung und abwertend oder scherzhaft sonst veraltet, Epistel ergeben alle mehr Sinn als Leserbrief. Repariere dein Deutsch und versuche es erneut. Mit freundlichen Grüßen, der Schini. Da muss ich direkt mal einhaken. Ich finde Leserbrief eben doch sehr angemessen für unsere Zuhörerinnen, die taubstumm sind und die sich unseren Podcast und unsere Radiosendung verbuchstablichen lassen, ja, damit sie ihn lesen können. Ich habe auch gehört, das ist unsere größte Gruppe. Unsere größte Zielgruppe. Da sind wir besonders Grüße erfolgreich. Grüße gehen raus! Stellt mal kurz die Hörgeräte hoch. Danke! Warte, wir senden euch mal hier so diese Bubbel. Nee, das ist ja für die Blinden. Ich mach kurz Gebärdensprache ins Mikrofon rein, oder? Das ist so. Professionelles, ja. Radio. Danke fürs Zuhören. Wir sind schon 5 Minuten drin, haben noch gar nichts gesagt, nur Geschwätz gemacht. Das muss ja auch mal sein. Es ist ja auch Jubiläum. Wie geht's uns damit? Ja, was haben wir erlebt in 20 Sendungen? Das kann man ja mal ganz kurz zumindest ansprechen. Ich finde es ein großer Spaß. Ja, finde ich auch. So, erstes Thema. Ja, also ein erstes riesiges Thema. Also lass vielleicht einsteigen, indem wir nochmal die EU-Wahl ein bisschen auswerten. Ja, das ist wichtig. Dann können wir auf das große Thema kommen. Aber ich verrate schon mal den Namen der Sendung Annegret Kramp-Karren in den Dreck gefahren. Ja. Und das deutet auch schon ein bisschen das große Thema an, denn das hat die Woche ganz schön überschattet, ja, besonders den Anfang der Woche. Aber zurück zur EU-Wahl. Es war eine sehr spannende Wahl. Wir haben ja auch getippt tatsächlich in der letzten Ausgabe. Ja, wir waren teilweise ganz nah dran, aber teilweise auch, CDU zum Beispiel, hast du sehr optimistisch für die Partei 32 gesagt, glaube ich, auf jeden Fall über 30. Und ich habe gesagt, nee, ich bin mal optimistisch gegen die Partei und sage 25. Und wir haben uns in der Mitte eingetroffen. Es sind 22,6. Ja, genau. Da kommt noch die CSU dazu. Die werden, ach so, ja, du hast recht. Also es sind 28. Die sind in meiner Statistik extra aufgefasst. Ja. Stimmt. 22 wäre ein bisschen sehr hart und 6, insgesamt. Und 6,3 für CSU, du hast recht. Also, das gab eine Watsche. Wir haben ja auch vorher berichtet, gut, das ist letzte Woche ein bisschen untergegangen. Das ist letzte Woche etwas untergegangen. Zum einen, weil unsere Sendung irgendwie nicht gesendet wurde, aber im Internet war sie. Richtig. Und zum anderen, weil wir ja außenfick unterwegs waren. Außentür, wir waren Außentür unterwegs. Ja, wir waren draußen unterwegs und haben ja die jungen Leute befragt und da ist das Thema mit Rezo etwas untergegangen, der ja ein Video gegen die CDU gemacht hat. Das ist ja wirklich so ein Riesending gewesen. Das hat mittlerweile 13 Millionen Aufrufe, ich glaube langsam vielleicht 14 Millionen schon. Hm. Und da hat ja wirklich die ganze Woche ganz Politik-Deutschland drüber diskutiert. Ja, er hat ja die etablierten Parteien CDU, SPD, FDP und auch die AfD fertig gemacht in ihren Grundzügen. Und um das kurz zu erklären. Und also ich weiß nicht, ob das wirklich was getan hat. Also es haben nicht weniger CDU und CSU gewählt oder sowas, aber ich glaube, dass mehr junge Leute insgesamt durch diese Artikel 13, 17 Geschichte und durch diese Friday for Future Geschichten, dass deswegen mehr Leute wählen waren und deshalb die Prozentpunkte nach unten gingen. Das hat den Weg auf jeden Fall geebnet. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Theorie, dass die Erstwähler sehr stark davon noch beeinflusst worden, weil die haben, ich glaube, 33% Grüne gewählt und nur 10% oder 11% CDU, glaube ich. Das war viel weniger. Und ich glaube schon, dass es zumindest da Auswirkungen hatte. Ja, auf jeden Ich wollte jetzt wieder ein verbotenes Wort sagen. Und ja, aber darüber hinaus kann man ja trotzdem, selbst wenn es sich jetzt nicht direkt auf die Wahlen niederschlägt, das hat ja trotzdem was gemacht so. Ja. Eigentlich sollte man meinen, dass es was gemacht hat im Sinne von, die Parteien setzen sich jetzt mal damit auseinander, aber nein. Die ersten Reaktionen waren ja wieder, das ist alles Quatsch und keine Argumente. Und dann hat man ein bisschen eingelenkt, als die Aufrufzahlen immer höher gegangen sind und so. Und ja,
Nachher kam dann AKK an und hat noch was erzählt, aber dazu gleich mehr. Naja, zunächst sollte ja auch die CDU eine Antwort produzieren, was auch geschehen ist mit Philipp Amthor, einem der jüngsten CDU-Abgeordneten oder überhaupt Abgeordneten im Bundestag. Der ist auch 26 wie Rezo. Und er ist wohl irgendwo hingefahren, hat ein Antwortvideo produziert, was aber von der CDU-Spitze nicht abgenommen worden ist. Und jetzt erklärt man es sich so, dass die CDU ja eine Partei ist für Dialoge, die sich an einen Tisch setzt mit den Kritikern, was sie in den letzten 60 Jahren nie gemacht hat, aber ist egal. Und deswegen ist das Video nicht veröffentlicht worden. Ganz heiße Ware, ich würde es sehr gerne sehen. Ich würde auch gerne sehen, wie dieses, wie ein Kampfsprechgesang-Turnier anmutendes Großereignis ausgegangen wäre, wenn da zwei Leute sich miteinander streiten in Videoform. Gott, ist das schlimm mit den Amizis. Aber ich weiß nicht, ob Rezo auch so schlagfertig ist im Zwiegespräch. Ich habe kurz überlegt, ob ich auf der Plattform Twitter, das ist ein Eigenname, also Anglizismus, auf Twitter, ob ich da einen Eintrag veröffentliche, der besagt, Philipp Amthor, das beste Argument gegen Mobbing. Aber das fand ich dann noch zu gehässig. Gegen was? Gegen Mobbing. Weil er gegen was? Scheiße! Gegen Diskriminierung halt. Wischmobben. Ja. Gegen Ärgerung. Ärgerung, genau. Ja, also ich habe jetzt eigentlich nichts gegen ihn persönlich, aber er mutet schon so an, wie die Leute, die man sich als Klischee vorstellt, die sehr geärgert werden in der Schule und dann. Aber an sich, er ist halt schon irgendwo witzig, aber. Aber ich finde diese Kinderwitze. Also er ist auch ganz klug, finde ich, ja. Absolut. Aber. Und ja, schlagfertig. Richtig, richtig. Trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen weltfremd oder ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, was ich da umschreiben möchte. Er hat halt sehr konservative Grundwerte, was sich so ein bisschen unterscheidet von vielen in seinem Alter. Und ich finde aber diese ganzen Kinderwitze, ach, er geht noch zur Grundschule und so, finde ich alles irgendwie nicht witzig. Dass man ja, weil er aussieht wie 80. Ja, das war beim ersten Mal lustig, so dass er jung ist, aber aussieht wie 80 oder sich benimmt wie 80. Aber ich finde, man sollte viel mehr inhaltlich auf solche Leute eingehen. Also auch, es ist beim ersten Mal lustig, dass das Alice White lesbisch ist. Es ist einmal lustig, dass ein Politiker übelst fett ist oder nicht laufen kann. Ja, das ist einmal kurz lustig, wenn überhaupt. Aber dann immer nur darauf eingehen, dass Philipp Amthor ja wie ein Kind aussieht und so ein Kind sein soll, weiß ich nicht. Ist nicht mein Humor. Nicht dauernd. Ja, doch, nutze ich ja relativ schnell ab. Außerdem, also wenn es wirklich argumentativ verwendet wird, also ein Argumentum ad hominem, das ist dann nicht so nice. Ja. Fuck! Nein, das ist nett. Du steigst Latein ein, was ja kein Anglizismus ist. Ja, ich wollte dich gerade loben und dann kommst du mit nett. Nice heißt nett, liebe Leute. Fuck. Ah! Fick. Ficky. Beziehungsweise heißt es ja eigentlich in dem Fall eher Scheiße. Und die Partei, die Blauen, sind gar nicht angetreten. Das ist die Abspaltung der AfD durch Frauke Petri. Erst gab es ja die Alpha-Partei von Bernd Lucke, der die AfD gegründet hat. Die heißen jetzt LKR oder LRK. LKR oder LRK, keine Ahnung. LKA. Irgendwie sowas. Landeskriminalamt. Richtig, die sind auch obsolet, also die wählt keiner. Ja, find ich auch. Und ich hab gelesen, lustigerweise, es gibt so einen bestimmten Wahlkreis, wo seine Partei nur eine Stimme hat und da wohnt seine Mutter. kleiner Spaß-Fakt am Rande. Und die Blauen, die dann durch Frauke Petri entstanden sind, konnten gar nicht erst antreten, weil sie die Unterstützerunterschriften nicht sammeln konnten. Die brauchen ja bundesweit 2.000, 3.000 Unterschriften. Kenne ich noch jemanden, der an dieser Hürde gescheitert ist. Ich weiß. Zumindest hier beim Stadtrat. Naja, also eine weitere große Diskussion rund um die EU-Wahl war natürlich auch das Wertebundesland Sachsen bzw. Gesamtostdeutschland. Wir in Weimar sind da noch relativ glimpflich davongekommen, kann man in dieser Diskussion sagen, mit 14% AfD. Aber der Osten wählt sehr viel. Und da gibt es natürlich dann wieder hier und da, und das ist ja die alte Diskussion, ne? Im Osten, da sind alles Nazis und die Sachsen, die sind alle dumm. Ich würde schon sagen, man sollte diese Leute als Menschen verstehen und nicht den Kampfbegriff Nazi verwenden, um dann irgendwie jedwede Diskussion oder darüber nachdenken direkt auszukontern. Sie wählen maximal Nazis, aber sie sind keine Nazis. Ja. Also ich muss auch sagen, gerade bei der EU-Wahl AfD zu wählen, ist schon irgendwie ein bisschen sehr dumm. Sorry, Leute.
Da bin ich jetzt mal ganz, ich versuche ja oft, ja, irgendwie in der Mitte mich durchzuwursteln, so ein bisschen differenziert Dinge zu betrachten, aber wenn man sagt, wir haben keinen Bock auf die EU als AfD, die dann da reinzuwählen, finde ich irgendwie so ein bisschen albern. Ja, wenn man immer für alles offen ist, dann kriegt man AIDS. Wird man krank, weil es zieht einfach. Hm. In Leipzig gab es ja nämlich dieses Eintreten der AfD in den Stadtratssaal. Und Leipzig an sich hat ja auch, glaube ich, sehr Grün oder Linke gewählt. Da ist die AfD nicht so vertreten wie zum Beispiel jetzt in Dresden oder Chemnitz, wo jeder Dritte, glaube ich, sogar AfD gewählt hat. Und dann in Leipzig zu sehen, so wie ein Video auch auf Twitter, auf Twitter viral geht, ja, ist ja auch deutsch. Wie die Leute rufen, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, wie gesagt, krassen Widerstand sehr wichtig. Und auf Demonstrationen kann man nicht rufen, ich finde, dass ihr... Ja, aber das ist ja keine Demonstration. Da gehen Politiker, die demokratisch gewählt sind. Das war Hitler auch. Das macht keinen Unterschied. Es bleiben Idioten und ich finde, eine Demokratie muss Widerstand aushalten und muss auch Protest aushalten, aber es muss eins nicht, und zwar Rechtsradikale aushalten, meine Meinung. Deswegen finde ich es okay, dass erstmal gegen solche Menschen protestiert. Es ist okay, wenn man sie wählt, also rein gesetzlich, ja. Man sollte sie wählen dürfen. Ich finde auch nicht, dass man eine AfD verbieten sollte, überhaupt nicht. Und sie sollten auch in Parlamente einziehen, wenn sie gewählt sind, aber wenn man als Mensch dagegen ist und man widersprechen möchte und es auch aktiv tun möchte, ist das ein Zeichen von Protest und von Streik. Und das finde ich in Ordnung. Okay, ich respektiere deine Meinung. Na, ich wollte noch auf eine andere Sache ansprechen, die ja auch damit zusammenhängt, die eigentlich auch bekannt ist, aber auch diesmal wieder klar geworden ist. Da, wo am meisten Ausländer wohnen, wird am wenigsten AfD gewählt. Ja. Zumindest der Fakt sollte den einen oder anderen AfD-Wähler, der jetzt vielleicht auch zuhört und ich sage, ist legitim, wähl halt, aber zumindest der Fakt sollte einem zu denken geben, ob man wirklich vielleicht aus einer Angst heraus wählt. Und man hat ja eigentlich nur Angst vor ungewissen Sachen, ja, die man irgendwie nicht kontrollieren kann oder die man nicht kennt. So. Das ist der alte Hut, also dass man Leute befragt, die AfD wählen. Haben sie denn privat oder persönlichen Kontakt gehabt zu Ausländern, zu Moslems, zu Flüchtlingen? Dann sagen die fast immer nein. Aber sie haben gehört vom Kollegen eines Schwagers oder sie haben im Fernsehen gesehen, wie eine Horde junger Männer ins Land reinrennen. Aber persönlich haben sie nie Probleme gehabt oder auch positive Erfahrungen gehabt. Sie kennen es einfach nicht. Und ich war ja erst letzte Woche in Frankfurt und da sind die Leute so aufgeschlossen, da ist es normal, dass deine Frau mit Kopftuch in der Kasse sitzt und die macht auch nicht mehr, als deine Ware zu kassieren. Und die springt sich ja auch nicht in die Luft alle 5 Minuten. Und die wachsen auf, die Leute. Also ich glaube, das wäre ein Durchbruch im Terrorismus, wenn Selbstmordattentäter sich alle 5 Minuten in die Luft springen können. Ja, ist auch kein Beruf mit Zukunft, finde ich irgendwie. Ich finde, da sollte man mehr Arbeitsplätze schaffen. Egal. Ja, ich bin da ja bei dir. Danke. Vielleicht ist das ein gutes Stichwort. Du hast gerade einen Kopftuchträger angesprochen. Und da gibt es auch so einen gewissen Ex-Muslim. Über den wolltest du dich etwas richtig aufregen. Naja, ich habe jetzt ja gar nicht gemerkt. Du hast mir den Link geschickt gestern Abend. Das ist so ein... Ich will jetzt nicht das Wort benutzen, was du mir geschrieben hast. Was ist für ein das Mensch? Das war ja, das war ich ja. Ich weiß. Gag. Ich musste auch lachen. Trotzdem, ich habe mir das Video nicht komplett angesehen. Also für euch zur Erklärung. Ich hatte ja diesen ganz tollen Shitstorm. Den Scheißsturm, genau, weil ich mich in einem Interview nicht so total ausgedrückt habe und ich wohl rhetorisch an dem Tag nicht so auf meiner Höchstleistung war und ich wurde interviewt von irgendeinem Rechtspopulisten und das ging halt viral im Internet, aber er hat auch andere Leute interviewt, irgendwelche Kinder, Jugendliche, die sich halt nicht artikulieren konnten. Jedenfalls ist jetzt ein ehemaliger Muslime, jetzt krasser Christ, darauf aufgesprungen und hat ein langes Video gemacht, wo er sich äußert zu diesem Video und darauf reagiert. Sehr lange, es geht über eine Stunde, anderthalb eine Stunde Stunden, 10, sogar, ja. Irgendwie sowas. Und versucht darauf halt Erklärungen zu finden und die Leute zu widerlegen. Ich habe dann nur den Ausschnitt gesucht, wo ich vorkomme, weil ich mich nur für mich interessiere. Ja. Und also, was der vom Stapel lässt, ich verstehe viele seiner Anhaltspunkte, die er hat. Aber er ist ja auch an sich, er scheint da erstmal nicht dumm. So. Er ist schon clever, er verwendet auch clevere Wörter.
Ja. Was irgendwie für mich schon wieder rassistisch sich anfühlt, das betonen zu müssen, dass dieser migrationshintergründige, clevere Wörter verwendet. Aber es war halt Christengelaber. Also er hat ja nicht nur auf diese Phrasen und Antworten reagiert. Aber das finde ich so spannend daran, dass er quasi, er sagt, aus der einen indoktrinierten Scheiße sozusagen geht er raus und dann wird er aber so Hardcore-Christ wiederum. Ja, richtig. Das ist für mich sehr faszinierend gewesen. Ja, es gibt Menschen, die sind anfällig für solche Geschichten. Mhm. Auch so Linksradikale, die rechtsradikal werden und umgekehrt. Jedenfalls, eins hat mich besonders bestürzt gemacht, ja, zum Thema Stürzenberger. Und zwar werde ich als Idiot dargestellt, weil ich den Koran nicht gelesen habe, nicht komplett. Ich habe ihn tatsächlich angefangen zu lesen, er wurde mir mal geschenkt. Und ich sage es auch in dem Interview, dass ich, also in der Befragung, sage ich, dass ich den Koran angefangen habe zu lesen, aber ihn nicht gelesen habe und mich auch nicht so interessiere dafür. Dann macht er sich über mich lustig. Ja, ja, du stehst hier, aber hast davon eigentlich gar keine Ahnung. So. Alle und Demonstranten müssen den Koran gelesen haben. So, genau, nach dem Motto. Danach befrage ich aber den, der mich interviewt hat, über die Bibel. Auf einmal heißt es von diesem Typen, der darauf reagiert, das ist aber jetzt auch sehr angemessen, dass dieser Parteityp jetzt dem Stürzenberg abverlangt, ein Bibelforscher zu sein, sich mit der Bibel auszukennen. Ja. Und ich finde, hallo, merkst du es noch? So mir, ich weiß nicht, ich habe mich übelst aufgeregt. Schön. Habe ich dir den Abend versüßt mit diesem Link? Naja. Ach, fuck, mit dieser Verbindung. Genau, es ging darum, Homosexuelle werden gesteinigt in der Bibel. Das habe ich auch gesagt. Dann sagt er, aber das steht ja im Koran auch. Sagt er, der darauf reagiert hat. Ich sage, ja, genau, eben, das ist es ja, das meine ich doch in der Befragung. Ich habe doch gesagt. Und er hat es überhaupt nicht verstanden, was ich ausdrücken wollte. Er wirft mir Sachen vor, die er selber gerade tut. Ja. Ich wollte ja den Koran und die Bibel vergleichen. Ja, natürlich, das machst du doch auch gerade so. So ein Vollidiot, ich weiß nicht. Schön, dass du da auch mal ein kleines Teller-Rantchen hier ablässt. Ja, also ich habe ja auch im Vorgespräch schon zu dir gesagt, dass jetzt ganz so viel Quatsch erzählt er nicht, beziehungsweise er hat schon Punkte, wo ich auch mitgehe, aber spätestens ab dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich habe ja auch den Anfang geguckt, dann habe ich rübergeskippt, wo dann auch dein Part kommt und so, und dann habe ich erst gerafft, dass er jetzt nicht irgendwie Atheist oder so ist, sondern halt Hardcore-Christ auf einmal. Mhm. Und dann irgendwas erzählt, dass man nur die zwei Optionen hat. Entweder man geht mit dem Herrn und hat ein gutes Leben und kommt in den Himmel, oder man macht halt einfach irgendwas und kommt in die Hölle. Ja. Also so ganz einfach, also das ist jetzt einfach nicht mein Weltbild. Und dann habe ich einen kleinen Background-Check gemacht, also vor drei Jahren oder so. Hintergrundüberprüfung habe ich gemacht. Und vor drei Jahren hat er einen Vortrag gehalten, der ist online in zwei Teilen. Ich glaube, der im Internet, ja. Ja, ja, ein Vortrag. Ja, 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 du. Im Internet? Du hast online gesagt. Ach, fuck. Das ist ja auf der Leine. Und der geht zusammen 5 Stunden in 2 Teilen, wie es darum geht, dass die Illuminati überall sind. Mhm. Wo dann so Bilder gezeigt werden von Prominenten, die sich so einen Ring ums Auge halten und auch mal so eine Pyramide machen, durch diese durchgucken, das allsehende Auge und nur so eine Scheiße, ganz ehrlich. Da steige ich halt einfach komplett aus. Ja. Und es hat für mich ein bisschen gesorgt, dass ich dann ein bisschen weniger Wert auf seine Meinung gelegt habe. Sorry, dass ich da vielleicht ein bisschen oberflächlich bin, aber ganz ehrlich. Nee, wer so einen Quatsch glaubt und verbreitet, dann kann auch der Rest nicht so hinhauen. Vor allem, also das Ding ist, ja, ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendeine Art von Zusammenschluss gibt oder muss ja auch nicht offiziell oder benanntes sein, aber dass mächtige Leute sich im Hintergrund treffen und Deals machen und so einen Scheiß. Da gehe ich ja alles mit, ja. Aber aus irgendwelchen random Fotos, er hat dann von Red Hot Chili Peppers. Zufälligen Fotos, ja. Fuck! Von irgendwelchen zufälligen Fotos. Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, Eigenname, lasst mich in Ruhe. Ein ganzes Bild, ja. Da hat er wieder das Ding vorm Auge, der andere macht Stinkefinger und der letzte macht die Hörner oben dran, das sieht aus wie der Teufel. Das heißt, hier ist ganz klar, die Illuminati wollen, dass der Teufel wiederkommt und nur so eine Scheiße aus irgendeinem zufälligen Foto und da irgendwelche Verbindungen zu sehen, da steige ich halt sofort aus. Das ist einfach Bullshit. Fuck, Mann! Das geht doch gar nicht. Was ist ein Bullenkacke? Bullenkackhaufen. Ach Mann, das ist so schwer. Das ist die Herausforderung heute. Ja, aber wir haben genug Zeit mit ihm verschwendet. Es gab nämlich noch eine andere sehr dumme Person. Annegret hieß die. Annegret Kram. Es gab das Raute-Zeichen auf Twitcher. Anne geht und AKK Rücktritt und noch ganz viele andere. Also wirklich 2-3 Tage war sie nur ganz oben in den Trends. Ist nicht deutsch, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Tendenz vielleicht? In den Tendenzen, in den Switcher-Tendenzen war sie wirklich viele Tage ganz oben. Es gibt eine Petition, die mittlerweile bis zum Senden der Sendung wahrscheinlich schon 100.000 Unterzeichner hat oder so, dass sie zurücktreten soll. Dann gab es wieder einen Beitrag, irgendwie so Gerüchte, Merkel sagt, oh, sie ist nicht mehr ganz sicher, ob der Annegret jetzt noch haltbar ist und so. Ich habe beides gelesen. Ja, genau. Und dann kam, nee, das ist Unsinn, ich stehe da voll dahinter und so. Auf jeden Fall steht die Zwitschergemeinde und das deutsche Volk weniger hinter ihr, das steht fest. Denn sie hat gesagt, nach der absoluten Wahlschlappe für die CDU, möchte sie doch eventuell mal darüber nachdenken, ob man nicht die Meinungsfreiheit etwas besteigen kann. Das natürlich nur durch die Blume und das ist das, was die Leute aufregt. Hashtag Zensur zum Beispiel. Rautezeichen Zensur war zum Beispiel auch ganz groß. Meinungsäußerungen regulieren während der Wahlkampfzeit, genau. Sie hat nochmal betont, während der Wahlkampfzeit. Und da muss man auch sagen, das ist vielleicht ein klein wenig heuchlerisch, wenn man nämlich auf die CDU-Seite guckt und sieht, oh, da gibt es auch ganz viele Prominente von Lena Meyer-Landrut bis was weiß ich, wie die alle heißen, die alle gesagt haben, ach, die Frau Merkel, die finden wir gut. Stimmt. Und jetzt heißt es, da kommt der Rezo daher, der Rezo, und macht mal ein Video mit so 90 YouTubern, die sagen, wir finden das nicht gut, wenn ihr die Parteien wählt. Man muss natürlich auch dazu sagen, hat auch der Werte dieser Staatsanwalt hier, nicht Staatsanwalt, der Rechtsanwalt. Christian Solmecke. Genau, der hat auch einen kleinen Beitrag dazu gemacht, dass es zumindest ein Gesetz gibt, was da ein bisschen greifen könnte. Aber trotzdem. Ja, sie muss ja jeder irgendwie die Möglichkeit haben, seiner Meinung freien Lauf zu lassen. Sie wollte das ja begründen damit, dass man muss sich nur mal vorstellen, dass Zeitungen... Professionelles Radio. Ja, ich trinke gerade ein Mate-Tee mit Kohlensäure. Wodka meinst du? Genau, und es ist aufgestoßen, es tut mir sehr leid. Man sich nur mal vorstellen müsste, dass Zeitungen zur Wahlkampfzeit auf einmal Stimmung machen gegen irgendwelche Parteien. Wenn es begründet ist. Und ich wollte gerade sagen, zum einen, ich finde kein deutsches Wort, diese Menschen, die berühmt sind im Internet. Prominente sind, ist das doch. Das sind ja, ich wollte aber Influencer sagen. Ach so. Aber nein, das sind ja keine Zeitungen, keine Journalisten, das sind ja Menschen, die einfach ihre Meinung äußern. Und die kann man nicht mit Zeitungen vergleichen. Und auf der anderen Seite werden ja keine Lügen erzählt. Das sind ja einfach Fakten, die da aufgezählt worden sind. Und eine eloquente Partei würde eigentlich darauf antworten. Das ist der Hauptpunkt, so dass das überhaupt nicht passiert, einfach mal inhaltlich darauf einzugehen. Gut, noch eine PDF. Es gab die PDF-Datei. Ja. Da wurde mehr schlecht als recht geantwortet. Das wurde auch schon von mehreren Wissenschaftlern, Professoren, Doktoren auseinandergenommen, was da teilweise für falsche Antworten gegeben wurden, beziehungsweise nicht wirklich faktisch korrekte. Oder beziehungsweise in so ein Licht gerückt, dass es besser wirkt, als es eigentlich ist. Oder dass man der CDU Erfolge anhängt, die eigentlich gar nichts mit ihr zu tun haben. Und darüber hinaus ging es einfach nur, hey, die blöden YouTuber, die blöden Du-Röhrer, die sind ganz blöd, weil die machen Stimmung und so. Und dann muss ich natürlich auch sagen, ne, wenn das Gleiche passiert wäre mit irgendwelchen Hagen Grells und Tim Kellners und diese ganzen Rechtspopulisten, die auf YouTube Eigenname ihr Unwesen treiben, da hätten aber die Leute ganz schön Rambazamba gemacht. Aber wahrscheinlich hätten sie nicht gesagt, ihr dürft das nicht, sondern hätten einfach eine Gegenbewegung gestartet und hätten gesagt, nee, was ihr da sagt, finden wir nicht so gut. Es wird ganz gern mit zweierlei Maß gemessen. Überhaupt ohne Spaß, muss ich auch nochmal kurz sagen. Es gab ja dann auch gleich im Zuge dessen, ich hab's noch als Gag so vorher gesagt, so irgendwie 19 Uhr, als dann die Wahlprognosen kamen, habe ich so als Gag gezwitschert, hier, passt mal auf, gleich geht's, ja, Rezo wurde gekauft von den Grünen. So, und wenig später wurde mir ein Link geschickt, wo genau das auch Theorie war, also beziehungsweise als Fakt dargestellt, weil hinter Rezo steckt ja natürlich ein YouTube-Netzwerk und die sind ein Teil von Ströer, die machen viel Werbung, deswegen muss ja die Grüne da Geld bezahlt haben. Aber er sagt nicht mal in dem Video. Wollte ich grad sagen, ja. Natürlich legt das so aus, weil ja auch Klimaschutz ein großes Thema ist. Er sagt aber auch, glaube ich, sogar, dass die Linke ähnliche Ziele wie die Grünen hat oder so. Irgendwas ganz kurz erwähnt am Ende.
Aber er sagt nie explizit, wählt mal das, wählt mal das. Im Gegenteil, er sagt ja konkret, macht den Wahl-O-Maten und, ja, und guckt, was, welche Partei euch am ehesten kommt und befasst euch inhaltlich mit den Parteien. Er gibt ja gar keine Wahlempfehlung tatsächlich. Alter, ohne Spaß, solche bescheuerten Schweine. Ich nehme die irgendwie auseinander, wenn es nur bei mir im Livestream ist oder so. Ach, Mann, Alter, im Echtzeitstrom. In der Sendung von dir. Ja. Schrank-TV und Hagen-Krell und wie die ganzen Affen heißen. Ah, der Rezo, der wurde gekauft. Und liest du die Kommentare und ohne Spaß, wie gesagt, ich gehe mit, jeder darf gerne seine Meinung haben und sich gerne irgendwie alternative Fakten reinziehen und so, aber in den Kommentaren, da siehst du so viel Dummheit, ey. Ohne Spaß, das nehme ich mal auseinander. Das ist immer das Argument, die wurden gekauft, auch die Rechtsradikalen, die immer behaupten, dass die antifaschistischen Demonstranten bezahlt worden Alter, sind. Und ohne Spaß. Diese Artikel 13 Demonstranten wurden auch alle bezahlt und sind nur Bots. Einer in den Kommentaren schreibt, keine Sorge, Hagen, das sind nur die letzten Zuckungen vom Merkel-Regime. Warum sollte denn das Merkel-Regime nicht die CDU fördern, im Gegenteil die CDU zerstören? Das macht überhaupt keinen Sinn. 260 Daumen hoch. Vor allem Merkel-Regime. Wenn es ein Merkel-Regime gäbe, dann gäbe es was wie die AfD gar nicht, die so Merkel-kritisch sind. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Und auch wenn es immer heißt, wir sind das Volk, AfD, dann sind wir voran. Alter, ihr habt vielleicht gute Wahlergebnisse, aber bundesweit, jetzt bei der EU-Wahl, haben 90% nicht für euch gestimmt. Ihr seid nicht das Volk. Ja. Das Volk stellt sich nicht auf eure Seite. Das war auch noch so ein Statement von so einem Typen, dass man sich eigentlich, gut, dass wir das jetzt schon wieder 20 Minuten oder so gemacht haben, dass man so rechten Randgruppenthemen nicht so viel Bühne geben soll. Ich weiß, aber es regt einen doch auch so auf und es ist ja auch wichtig, darüber zu reden und es einzuordnen. Aber es stimmt, ich finde es auch wichtig, dass man nicht über jeden Kack, den die AfD fabriziert oder rechte Parteien da fabrizieren, dass man da auf alles eingehen muss. Es stimmt, aber irgendwie ist es doch eigentlich, wenn man nur diese Meldungen betrachtet, ja, einzeln, dann ist es ja immer eine Meldung wert, trotz allem, ja? Deswegen finde ich es halt doch auch wichtig, darüber zu reden. Es hilft natürlich einer Person wie Trump genauso. Er weiß genau, wenn er irgendwie einen verkackten Twitter-Beitrag loslässt, dann sprechen wieder alle über ihn. Ja. Aber ja, zumindest Aufklärung finde ich wichtig. Ich finde es völlig legitim, wenn Leute sich irgendwie ganz viel mit irgendwas beschäftigen und dann auch zu dem Schluss kommen, okay, die NPD ist meine Partei, die wähle ich jetzt. Ja. Aber ich habe echt das Gefühl, dass viele halt so am Rand und über Freundesfreunde mitkriegen, oh, ja, die sind für das. Jetzt mache ich schon wieder gegen die Sachsen, aber es ist ja auch witzig. Es ist ja auch witzig. Und ihr habt ja auch jeder Dritte dort so gewählt, verdammte Scheiße. Muss man aber sagen, natürlich Nichtwähler sind da nicht mit einberechnet. Ich weiß nicht, ob Nichtwähler am ehesten AfD wählen würden, keine Ahnung. Kann man immer nicht sagen. Aber egal, lass vielleicht nochmal die Themen wechseln. Es ist ja noch viel mehr passiert. Ja, noch ein Tipp für euch und zwar Stefan Brandner von der AfD war bei Serdar Somuncu in der Sendung und er ist richtig gegrillt worden. Also kann man sich schön ansehen. Du hast das gestern, diesen Beitrag veröffentlicht auf deinem Gesichtsbuch. Genau. Ich habe draufgeklickt, aber die Sendung war bereits nicht mehr verfügbar. Ja, das macht der Herr Somuncu immer, dass er Werbung macht für seine Sendung und dann löscht er die Videos wieder, wenn die Sendung gelaufen ist. Okay. Finde ich ganz gut. Er macht ja auch diese, wo man ihm Geld spenden kann, also für exklusive Inhalte, was du auch machst. Das macht er ja auch. Und Sweet. Jedenfalls auf NTV lief die und die kann man sich, glaube ich, noch angucken in der Mediathek vielleicht, keine Ahnung. Exklusive Inhalte, das machen wir doch auch, lieber Tino. Ja. Wir haben noch den Brennpunkt-Hörerwunsch für 20 Euro auf PayPal. Den Link findet ihr auf unserem YouTube-Kanal in der Beschreibung oder überall, wo es Zeitschriften gibt. Und da könnt ihr einfach für 20 Euro euch ein Thema aussuchen. Was ihr wollt, wir reden über alles. Eine ganze Stunde lang. Über dich, über deine Oma, über Fußpilz, wir reden über alles, was ihr möchtet. Tino redet am liebsten über Kinderscheiden. Genau, und ich habe noch einen, einen kleinen Wortwitz mir aufgeschrieben vorhin. Annegret Arschkrampenpower. Ist das gut? Oder ist das zu infantil? Annegret für uns reicht's. Ich sag mal, für uns reicht's. Okay. Gut, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Das habe ich unter der Überschrift, und verzeiht mir den Anglizismus, arme Army. Denn die US Army, ja, die US-Armee, die Bundeswaffentruppe, die hat so einen kleinen Fauxpas gehabt. Französisch darf ich. Ja. Und zwar haben sie am Eigenname Memorial Day. Ein Erinnerungstag. Ja, haben sie auf Twitter einen Beitrag veröffentlicht mit der Frage, und ich zitiere, how has serving impacted you? Also das Dienen unter der US-Flagge, wie hat das dich beeinflusst? Und beeindruckt, ja. Da haben sie natürlich gedacht, oh, jetzt kommen die Leute mit, oh, das ist super cool gewesen.
kühl gewesen. Das hat uns ganz doll gefallen. Aber nein, der Schuss ging ganz, ganz gehörig nach hinten los. Also wirklich eine komplette Woche lang. Es hat Ende letzter Woche angefangen, ging bis Mitte dieser Woche. Jeden Tag neue Beiträge, was wieder Leute geantwortet haben, wie beschissen ihr Leben jetzt ist, weil sie in der Armee gedient haben. Unglaublich viele irgendwie Schwule, die nur unterdrückt wurden, eine Lesbe, die irgendwie zusammengeschlagen wurde, Leute, die hoch verschuldet sind. Ich kann ja auch noch mal eins vorlesen. I was the first in my family to go to college on the blah 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 scholarship, but I came out as gay. So, er hat sich als schwul geoutet, obwohl er ein, was heißt es, eine Unterstützung bekommen hat halt durch die Armee. The army kicked me out and made me pay back my scholarship. At age 45 I still owe money on that. Er musste aufgrund seiner Homosexualität Geld zurückzahlen. Richtig, musste er das Geld zurückzahlen, ist jetzt 45 und auf welcher Grundlage, immer noch hochverschuldet. Auf welcher Grundlage muss man aufgrund, wo man seinen Penis reinsteckt, muss man denn Sachen zurückzahlen, die man bekommen hat? 92 war das noch so, weißt du? Da haben die ganzen Schwulen noch für das AIDS gesorgt. Aber er muss doch heute zurückzahlen, dachte ja, ich. Ja, bis heute. Weil es halt so eine große Summe war. Geil, oder? Ich weiß nicht. Geil, oder? Ich weiß es nicht. Ganz schlimm, aber die Amis lieben das ja. Die lieben ja ihre Armee und feiern ja, das jetzt ständig. Nicht mehr. Also das war wirklich so PR-mäßig, ging das ganz, ganz stark nach hinten los. Also wirklich, verzeih mir den Anglizismus, ich darf mal kurz. Man sagt ja umgangssprachlich ein Burn, ja. Und das, also wirklich, das hat so geburnt, das hat nach Napalm gerochen auf Twitter, ohne Spaß. Ganz, ganz unangenehm, das zu lesen alles. Also es ist natürlich auch super schockierend, ne, was da teilweise für Schicksale stehen. Also wenn es interessiert, der kann es natürlich auch noch nachprüfen. Sie haben netterweise das nicht gelöscht bis jetzt. Da geht es den Deutschen ja besser, die kriegen richtig Fettkohle, ne? Und die dürfen wohl auch homosexuell, transsexuell sein. Es ist ja auch nicht nur das, einfach Leute, die im Krieg so viel Scheiße erlebt haben und sich dann ein paar Jahre später einfach umbringen, weil sie nicht damit fertig werden. Und so all diese Geschichten stehen da. Und sie haben natürlich damit gerechnet, oh, jetzt geil, profiliert euch mal damit, dass ihr in der Armee wart. Mein Leben hat sich so verändert, alle respektieren mich und mir fehlt zwar ein Bein und ein Auge, aber es ist so schön. Ja, ich habe für etwas gekämpft, zu einer Sache, einer Ideologie, zu der ich keinen Bezug habe. Yippie. Und es hat nichts gebracht. Toll. Naja, lass mal über was Fröhliches reden. Den Edeka-Spot. Was denn da schon wieder? Es gibt eine Antwort. Jetzt zum Vatertag gibt es nämlich den Vatertag-Spot, wo es umgedreht ist. Ernsthaft? Tatsächlich. Das hast du doch vorausgesagt. Ja, und ein großes Aber, das hat mir meine beste Freundin geschickt und die Grüße gehen raus. Ja, weil es ein Anglizismus ist. Ja, dieser Werbebeitrag von Edeka ist viel kürzer, wesentlich kürzer und ist wesentlich weniger entstellend, als es beim Vater der Fall war. Du beklagst dich also, dass die Frauen nicht genug gedisst werden. Naja, also es ist halt inkonsequent. Also auf der einen Seite frage ich mich halt, also kurz zur Erklärung, es gab einen Edeka-Spot, wo halt Männer diskreditiert worden sind. Und Brennpunkthörer wissen das. Wissen Bescheid, ist egal, hört einfach rein, ist egal. Und es gab auch eine Rüge vom Werberat für diesen Spot, für diesen Beitrag. Und ich weiß nicht, entweder sind sie einfach inkonsequent und haben nur aus Not, um den ersten Beitrag zu erklären, noch den umgedrehten Fall gedreht. Oder es ist einfach purer Sexismus, dass man jetzt Männer wesentlich mehr entstellte als Frauen. Was sagst du? Ich sage, ich bin enttäuscht. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber wenn die Frau nicht ordentlich gedisst wird, dann gedisst. Beleidigt, diskreditiert. Ja, kann man, glaube ich, noch okay sagen. Ja. Gedisst. Dann bin ich einfach enttäuscht. Ja. Ich muss sagen, es war eine richtig dumme Idee, weil das total meinen Sprachfluss hemmt, wenn ich jetzt jedes Mal überlegen muss, was ich sage. Aber egal. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an, aber so eine ganz schöne Prise Frauenfeind, das würzt das Leben einfach, finde ich. Ja, keine Frage. Das sehe ich ja ganz genauso, aber gleichberechtigt. Also ich finde, der Beitrag war viel zu kurz. Ich finde, man hätte jetzt genauso auf die Frauen, auf die Mütter einschlagen sollen, künstlerisch natürlich und überzogen und satirisch, wie es auch beim Mann der Fall war. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, okay, dann ist die Werbeidee so ein bisschen aufgegangen und ich verstehe das Konzept zumindest, auch wenn ich das Konzept immer noch scheiße finde. Meine Meinung. Du hast gerade vom Männertag gesprochen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Hast du den Männertag gut gefeiert und allgemein, was findest du vom Männertag so?
Ich hatte noch nie viel davon gehalten. Ich fand es auch immer lächerlich, wie da irgendwelche Männergruppen da losziehen und irgendwelchen Bollerwagen sich den Kopf zu saufen und Leute anpöbeln. Ich habe ein ganz furchtbares Erlebnis gemacht. Mit 14 Jahren oder so, da bin ich durch mein Heimatdorf gefahren, so mit dem Fahrrad. Wollte nur irgendwas besorgen. Und dann kam so eine riesige Männerhorde, die alle alkoholisiert waren. Und einer hat mich aufgehalten, dass er mein Fahrrad haben will. Da habe ich gesagt, nein, das ist mein Fahrrad. Da bin ich aber abgestiegen, weil ich halt nicht weiterfahren konnte. Da hat er seinen Penis rausgeholt und hat mir gegen die Hüfte geschlagen mit seinem großen Penis. Und das war sehr unangenehm. Und, oh Gott, ich lache, guck mal, ich lache. Ne? Ja. Wenn du eine Frau gewesen wärst, würde man wahrscheinlich nicht lachen. Aber so, weil ja, sexuelle Belästigung an Männern ist ja Entertainment. Kennt man ja aus Film und Fernsehen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht daran zerbrochen, ja, aber ich fand es halt wirklich... Ja, also alleine fremde Pimmel, Alter, ohne Spaß, da kriege ich es kotzen. Wenn ich mir das vorstelle, also ohne dass man es will. So gut, wenn man Leute irgendwie kennt, ist es noch was Besseres, aber irgendwie so ein Fremder. Aber jetzt überleg dir mal. Wenn diese Männergruppe, wenn das alles Muslime gewesen wären. Das waren Deutsche. Ja, aber guck. Alles Deutsche. Dürfen die nicht trinken oder so? Die hätten wahrscheinlich nicht ihren Lulu rausgeholt. Stimmt, siehst du? Wo bleibt die Islamisierung? Ich warte drauf. Ja. Ja, nee, ich finde Männertag bescheuert. Also man sollte einen Menschentag einfach einführen oder zwei Menschentage. Oh. nein, ich weiß nicht. Ich finde das alles. Kotzen. Ich finde es schön, dass es ein Feiertag ist. Das ist ja eigentlich Christi Himmelfahrt, ne? Da ist ja Jesus in den Himmel hochgefahren. Ach, ist mir scheißegal, mit seinem Mercedes. Schön, dass es ein Feiertag ist, aber dann ist es egal, oh, was. Oh ja, mein Beitrag. Spaßfakt. Schon Jesus ist dank Tinder ins Fleisch gekommen. Ich habe das noch nie gehört, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Und das fand ich direkt so lustig. Oh, ich habe echt Bock aufs ins Fleisch kommen. Ich war jedenfalls diesen Menschentag war ich bei meiner besten Freundin. Und wir haben waren eine Gruppe aus Menschen, die einfach gegrillt haben, Musik gehört haben und hatten einen schönen Abend. Wir waren eine Gruppe von Männern, die gegrillt haben und Magic-Karten gespielt. Richtig schön nördlich. Also magische Karten quasi. Aber sowas wie Mau Mau ist das. Genau. Das ist Schach mit Karten, verdammte Scheiße. Oder so. Das ist wirklich für die selbsterklärend in dem Fall. Für die Intellellen unter euch. Richtig. Meine Fresse. Aber gute Überleitung wäre Männertag, ne? Da werden beim Abschuss 10 Bäume angepisst. Aber auf den Philippinen müssen Schüler in Zukunft 10 Bäume pflanzen, um ihren Abschluss zu machen. Wow. Das ist doch mal ein Gesetz. Ja. Und das in einem Land, wo derzeit alle Drogensüchtigen in großen Razzien auseinandergenommen werden, aber trotzdem die Drogenkriminalität toleriert wird, weil es dem Staat hilft. Ganz interessant. Also auf den Philippinen ist ja wirklich die Kacke am Dampfen, aber das ist ja mal was. Das ist Schule, finde ich gut. Da würde es in Deutschland wieder einen Aufschrei geben. Ihr könnt uns nicht zwingen, hier irgendwie was. Aber das finde ich nicht eigentlich echt. Nicht in der Schulzeit, ihr könnt Privatbäume pflanzen, aber nicht in der Schulzeit. Genau das. Aber das finde ich ja wirklich, das ist mal ein Ding, ne? Ja. Ich meine, 10 Bäume pflanzen, das sollte Schule machen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen gewaltig, aber es sind ja erstmal nur kleine Samen. Also so umständlich ist das ja nicht. Sag ich den Frauen auch immer. Das sind nur kleine Samen. Hab dich nicht so. Und Männern. Nee, aber das finde ich gut. Ja, ich auch. Sollte man auch hier einführen. Das kann ruhig weltweit umgesetzt werden. Denn viele, viele Bäume könnten der Umwelt eine große Hilfe sein. Das haben viele Leute erkannt, unter anderem Mr. Beast und Reddit. Denn da ist auch ein großes Ding viral gegangen, dass Reddit so, dass es zum Meme gemacht hat, Mr. B. Fängst wieder an hier, Sachen zu erzählen, die ich nicht verstehe. Ja. Was ist denn Reddit? Was ist denn ein Topic? Das sind alles Eigennamen, ist egal. Also, es gab den Witz, haha, Mr. Beast, der verschenkt immer Geld an Leute, die eine Lebenssendung, lass mich in Ruhe mit einem Scheiß, ey. Du hast angefangen, das war deine Idee. Ja, also es war immer ganz witzig, dass der ganz viel Geld spendet an Leute, die gerade in ihrer Sendung zu sehen sind, aktuell. Ja. So, damit ist er ganz berühmt geworden. Und jetzt heißt es, hey, wenn der immer so große Aktionen macht und immer so viel Geld hat und Geld verschenkt und so, warum kann ich Mr. Beast einfach mal 20 Millionen Bäume pflanzen? Ja. So, und da hat er geschrieben, hey, scheinbar will Reddit wirklich, dass ich 20 Millionen Bäume pflanze oder so und hat diesen Beitrag da mit angehängt. Und das wurde dann so oft weiter verbreitet, dass es richtig um die Welt gegangen. Und ich hoffe, also es ist noch nicht bestätigt, dass es passiert, aber es hat sich auch mittlerweile auch schon wieder so eine andere große Firma eingeklinkt, die gesagt hat, wenn du das machst, machen wir das auch und so. Mhm.
Also, das ist doch mal auch eine schöne Sache, wie gut PR genutzt werden kann. 20 Millionen, heißt da, so viele? Das sind schon einige. Was kostet das? Weißt du das? Was so ein Baum kostet? Ich habe mal irgendwo gelesen, aber das war natürlich nicht aus einem deutschen Forum, sondern englischsprachig, dass es gar nicht so teuer ist, auch als Privatperson, wenn man den Platz hat, wo man das machen darf. Du kannst es natürlich auch einfach so machen, ne? Weiß ja keiner. Dass es irgendwie nur 50 Euro oder so kostet. Und dann kriegst du irgendwie halt die Scheiße zugesendet und irgendwas noch dazu. Mhm. Und das ist irgendwie erstaunlich wenig. Ich dachte irgendwie so ein fucking Baum. Aber ist ja es ist ja einfach nur nichts, ein Samen. Ist nichts, ja. Die müssen halt nur gepflanzt werden und dann müssen Menschen bezahlt werden, die das anpflanzen, das vielleicht auch pflegen. Ich weiß nicht, je nachdem, wo das dann passiert. Unterstütze ich. Und du merkst, die Welt wird entweder rechts oder grün. Rechter und grüner. Ja. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Man kann es ja nicht allen Grünen recht machen. So ist es. Naja, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was da ein bisschen mit zusammenhängt. Ein weiteres Rautezeichen ging um die Welt. Alle gegen RWE. Wie stehst du zu Hambi bleibt? Also Rot-Weiß Erfurt, das ist nicht meine Lieblingsmannschaft. Ja. Weil da auch noch die ganzen rechten Hooligans sind. X, du bist ein Nix, ich schlag dir fix in dein Gesicht. Das ist Hooligan-Rap von Erfurt. Ah. Richtig gut, oder? Katasina. Ja, also ganz ehrlich, ich bin da raus, Leute. Egal. Was haben Bibi, dieses Hamburger Forstprojekt da? Ja, da gibt's die eine Chefin, die das irgendwie betreut. Ich weiß nicht genau, wie der Account. Oh Gott, Alter. Wie das Nutzerkonto heißt von ihr, die verwaltet das. Ich bin nicht ganz so drin da in der Lore, das ist ein deutsches Wort. Aber die soll jetzt mundtot gemacht werden quasi durch die RWE. Und aber dass die mit Kapuzenpulli und so im Gerichtssaal. Ich glaube, die wurde halt verklagt und so. Und da hieß es jetzt hier alle gegen RWE. Ich bin nicht ganz drin im Thema. Ich habe nur gesehen, dass es ein Ding ist. Und ich finde es irgendwie nicht so geil, wenn so riesige Firmen da einzelne Leute so zu niedermachen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ich auch da, ne, dieses ein bisschen militant will ich nicht mal sagen, aber dieses Hardliner-Ding, ne, wir ketten uns jetzt hier an die Bäume und so, sehe ich auch ein bisschen kritisch. Weil irgendwie muss es schon alles mit Recht und Ordnung zugehen. Teilweise verstehe ich es und teilweise muss man ja auch, teilweise muss man ja auch Widerstand leisten und so, gehe ich alles mit. Ich weiß nicht. Das hat ja auch maximal Symbolcharakter, ja, was da bei diesem Forst passiert. Natürlich, ich finde das ja auch gut, ja. Muss ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, ich finde es auch gut. Ich weiß nur einfach, dass solche Sachen, ich kenne doch die Leute, die dann sagen, oh, die Öko-Fetzen, die binden sich jetzt an Baum dran, militanten, dummen Schweine und so. Solche Leute gibt's da und die holt man halt damit nicht ab. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass man irgendwie einen Weg findet, dass irgendwie, dieses Rezo-Ding fand ich zum Beispiel besser. Wenn man einfach ganz logisch erstmal erklärt, hier, das sind die Fakten und so. Und es hat ja auch Millionen Leute erreicht. Und hat halt nicht so diesen Geschmack von hier, die machen das gegen jedes Recht und so. Es ist natürlich nicht geil, dass da ein Wald abgeholzt wird und dass so einzelne Firmen so eine übelste Macht haben und den Planeten zerstören. Das ist alles nicht geil, ja. Gehe ich voll mit, aber irgendwie das ist halt nicht so massenkonform. Das finde ich halt schade. Ich frage mich ja halt auch, ob dieser eine Wald jetzt so krass wichtig ist, weil die alle nur ihren Fokus auf diesen einen Wald da, dieses Waldgebiet richten. Und man sollte vielleicht andere Dinge tun, als sich irgendwie an so ein Waldstück zu ketten. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe mich damit nicht ganz krass befasst mit dieser Thematik, aber ich glaube, es gibt sinnvollere Wege, die man auch im Alltag machen kann, wie man protestiert. Dass man weniger Auto fährt, weniger Fleisch isst, solche Geschichten. Ja. Sich in so einen Wald zu ketten, ist halt ein Wald irgendwie. Und die holzen jeden Tag 1000 Wälder ab. Ja, aber du sagst ja selber, es ist symbolisch. Ich muss es auch nochmal betonen, ich finde es grundsätzlich erstmal gut. Ja, so. Prinzipiell ja. Ich würde jetzt nicht hinfahren. Ich bin auch mal gefragt worden, zum Beispiel, ob ich Hauptredner sein möchte auf irgendeiner Pro-Cannabis-Demo. Und da habe ich gesagt, naja, an sich stehe ich hinter euch. Im Zweifel würde ich auch für die Legalisierung stimmen. Aber ich bin da nicht so in dem Thema drin und es betrifft mich einfach nicht, weil ich halt mit Drogen nichts am Hut habe. Dich betrifft also das Wohl des Planeten nicht? Nein, ich rede gerade von diesem Cannabis-Thema. Ich versuche noch die Brücke zu schlagen irgendwie zu diesem Thema. Da habe ich halt gesagt, ich kann da halt nicht irgendwie sprechen, weil ich mich damit nicht befasst habe und weil ich da nicht der Ansprechpartner dafür bin und bin dann auch nicht hingegangen und habe auch die Rede nicht gehalten. Und beim Hamburger Forst ist es ein bisschen so, da bin ich halt nicht genug drin, um mit mir jetzt eine endgültige Meinung zu geben. Vielleicht musst du mal reingehen. Nee, du musst dann da. Nee, will ich nicht. Da stinken doch alle!
Also, waschen sich doch nicht diese mein soften Support habt ihr, aber seid nicht ganz so hardlinerisch. Fuck die Anglizismen, meine Fresse. Wenn ich kenne halt Leute, die sich Hambi bleibt auf die Hand ritzen und sowas. Das ist halt, das hat keine gute Außenwirkung. Bringt so überzeugt nichts. Ihr keine Bringt Leute. Nichts. So zeigt ihr nur irgendwie, dass ihr Fanatiker seid. Und ich verstehe auch die Leute, die keinen Bock haben auf die Alarmisten. Wobei natürlich irgendwie die Lage des Planeten Alarmisten erfordert, aber so erreichst du nicht die Leute, die so richtig gar nicht deiner Meinung sind. Ja. Es muss auf vielen, vielen Ebenen passieren, dieser Widerstand. Wir haben nicht mehr viel Zeit, lass nochmal ein, zwei Themen anschneiden. Pokémon. Ich habe heute Morgen gelesen. Das ist wichtig. Ja, ich habe heute Morgen gelesen, dass Pokémon Sleep veröffentlicht wird. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber Pokémon ist, Slip, da wäre ich dabei. Pokémon Schlaf, genau. Also eine Schlafvariante, dass man im Schlaf Pokémon fangen kann. Pokémon sind kleine Taschenmonster, die man auf seinem Mobiltelefon-Endgerät fangen kann. Und da wird wohl der Schlaf irgendwie. Das darf ich nicht das Wort sagen. Anglizismenverbot gibt es nie wieder, Leute. Ja, der Schlaf. Also der Schlaf wird irgendwie beobachtet durch diese Applikation und da kann man Pokémon fangen damit. Und dann kommen noch viele andere Erweiterungen für dieses Spiel. Und ich weiß nicht, ob das dich interessiert. Das also ist sehr interessant. Anfang Juli ist the end of May. Theresa May. Ja, streich die Scheiße schnell durch. Fucking Pokémon. Es ist wichtig. Ja, ist ja, ja. Für mich nicht, ich aber kann's ich dachte für euch. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe so viel Pokémon in meiner Kindheit gezockt. Ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ich finde dieses Pokémon Los auch nicht toll. Ja. Ich habe das Spiel auch nur ganz kurz gespielt, danach wieder deinstalliert. Wer meinen Account haben will, ich war irgendwie Level, also. Tino, Theresa May, legt ihr Amt ab. Das ist viel relevanter. Sie hat eine Rede gehalten und am Ende sogar geweint. Und dann ist es schnell wieder ins Haus rein. Doch. Okay, nächstes Thema. Sind wir hier im Podcast, ja? Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. In China. Gab's. Das ist ein Sackreis umgefallen. Wir haben so viel Zeit verloren durch diese scheiß Anglizismen-Kacke. Ja, dass die Briten aussteigen, finde ich in Ordnung. Ist mir egal jetzt inzwischen. Nein, Theresa May ist ausgestiegen. Und der May-Xit. Max, richtig. Maxit quasi. Und da war sie mir das erste Mal sehr menschlich, als ich das gesehen habe. Man muss jetzt gucken, als Premierminister, was da als nächstes auf uns zukommt. Vielleicht so ein Boris Johnson, wobei der gerade hart in der Kritik ist. Und das muss ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Das ist der britische Trump, ne? Genau, der war der Bürgermeister von London, als es erstmals darum ging, Brexit zu besprechen. Hm. Da hat er Falschaussagen getätigt, wie dass jedes Jahr eine Milliarde, 20 Milliarden pro Jahr an die EU geliefert werden, an Pfund. Geldlich, ne, finanziell. Mhm. Und das war eine Falschaussage. Das ist ganz großer Quatsch. Und dafür steht er jetzt tatsächlich vor Gericht. Und das ist nämlich das erste Mal, dass es vorkam, dass ein Politiker Bullshit erzählt hat und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Tatsächlich. Und deswegen ist das eine große Sache. Aufgrund dieses Drucks wird er vielleicht jetzt nicht der nächste Premierminister. Und wenn das so wäre, dann wäre das schon mal schön. Denn den will ich nicht lieber als Theresa May sehen. Da habe ich kein Vertrauen. Und deswegen wollte ich es hier nochmal kurz erwähnen. Er sieht auch so aus wie Trump, so diese blonde Frisur, wie ein Toupet aussieht und das dümmliche, dickliche und dieser Anzug, den er auch immer trägt, das ist echt gruselig, als wären das Cousins irgendwie. Vielleicht sind sie das. Aber trotzdem, in China, muss ich auch nochmal kurz sagen, da gab's, also über Jahre war das jetzt inoffiziell bekannt, aber es konnte nie nachgewiesen werden. Man hat sich ja irgendwie geeinigt auf so CO2-Ausstöße und Arten von CO2 oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht ganz genau. Und da haben jetzt Leute über Satelliten, also Wissenschaftler haben das nachgewiesen, dass die, so ein Ozongas, keine Ahnung, Leute, belest euch selber, wir haben hier nur Halbwissen, dass die das heimlich jetzt weiter verwendet haben, beziehungsweise ausgestoßen haben in China. Jetzt ist es rausgekommen, es konnte nachgewiesen werden und die mussten sofort dicht machen. Das ist sehr schön, das ist auch nochmal ein kleiner Erfolg. Und vielleicht das letzte große Thema, weil das sehr aktuell ist, in Österreich gab es das R20-Treffen. Ja, die Konferenz R20 und da war zum Beispiel Arnold Schwarzenegger da und Greta Thunberg. Er hat Greta Thunberg getroffen oder wie andere sie nennen, Reda, Julia Reda. Richtig, Sylvester Stallone und Julia Reda waren vor Ort. Cool. Und unter anderem auch der Generalsekretär der UN, beziehungsweise der UNO, wie es ja in Deutschland eher ist egal. Und er hat gesagt, hey, wir sollten damit aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden und erst recht sie durch Steuern zu unterstützen auch noch.
Und das ist ja schon mal nicht schlecht, weil die UNO ist ein Zusammenschluss von 193 Staaten oder so. Ungefähr. Und wenn die das sagen, beziehungsweise der Generalsekretär, geht auch da der Wind in Richtung der Windkraftwerke. Siehst du? Und die Welt anderes. Wird grün. Rassistisch und grün. Ja, das wollte ich auch dazu nochmal sagen. Ich glaube auch viele, weil man kann auf jeden Fall an den Grünen auch ordentlich nicht Haare lassen, wenn man das möchte und die ein bisschen auseinandernehmen. Ich glaube, dass viele einfach das als Zeichen gewählt haben. Und wenn jetzt die anderen clever sind und sich auch einfach Klimapolitik auf die Fahne schmeißen, was haben denn die Grünen dann noch so, weißt du? Was haben sie dann noch? Ja, ohne Spaß. Ja. Also viele wählen, ach, das sind die Grünen, die sind für Klima, wähle ich die. Das macht ist ja auch legitim erstmal. Aber wenn jetzt alle anderen Parteien sagen würden, hey, wir machen jetzt noch mehr Klimaschutz als die Grünen zum Beispiel, warum sollten dann die Leute weiter die Grünen wählen? So. Das macht die CDU ja ganz gerne, dass sie Themen klaut. Und sie haben auch damals, als Fukushima war, haben sie ja auch die Atomkraftwerklaufzeiten verkürzt und jetzt wieder verlängert. Also das ist so ein Kurzzeitgedächtnis, worauf sie pochen bei den Wählerinnen und Wählern. Und man muss dazu sagen, dass die Grünen gar nicht die grünste Partei sind. Ich war jetzt auf so einer Demo in Frankfurt, die Freitage für die Zukunft heißen die. Mhm. Und da haben sie so einen Zettel rumgereicht mit wichtigen Umweltthemen. Da haben wir halt aufgezeigt, welche Parteien am grünsten sind. Und da ist sind die Grünen gar nicht mal so gut abgeschnitten. Da gibt es Parteien, die noch wesentlich umweltfreundlicher sind und ein bisschen radikaler. Also die Grünen sind so die gemäßigte Umweltpartei. Gehen die radikalen Parteien dann mit Straßenschilder auf die Kohlekraftwerke los und verprügeln die? Ich denke schon. Hm. Ich hoffe es zumindest. Gut. Was sagen Sie, Herr Kleine? Wir haben Sie lange nicht mehr gefragt. Bevor wir zur Bewertung der Woche kommen, muss ich auch nochmal ein richtig fettes Lob aussprechen an eine Person, die ich entdeckt habe. Und ich sage euch, die wird richtig abgehen. Sie heißt Caroline Kostner, beziehungsweise ihr richtiger Name ist Grossman. Und das ist eine 15-Jährige. Das ist mit Abstand die witzigste 15-Jährige, die ich je gesehen habe. Ist das die nächste Greta Thunberg? Nee, die macht einfach nur Entertainment. Ach so. Fuck, Alter, Unterhaltung. Unterhaltung. Also wirklich, wir lassen das mit den Anglizismen, ohne Spaß. Das ziehen wir jetzt durch die letzten Minuten. Ich breche eine Lanze für diese Person, die ist super witzig. Die hat auch genauso den Humor, wie ich ihn feiere, so dieses irgendwie, ja, alles ist scheiße und ich bring mich jetzt um. So ungefähr dieses. Diesen, ich kann es nicht ohne Englisch beschreiben, Leute. Versuch ich es. Ich gehe jetzt hier, ich gehe. Tino, mach alleine weiter. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Oh, jetzt ist die Tür schon zugegangen, obwohl ich noch im Raum bin. Ich wurde gerade symbolisiert, dass du gegangen bist, aber hat nicht funktioniert. Ja, Tino, was geht mal der Woche für eine fucking Benotung? Für eine fickende Benotung. Ich fand die Woche sehr, sehr schön. Guckt euch Caroline Kostner mal an auf YouTube. Und das neue Rammstein-Video, Ausländer. Gefällt mir auch sehr gut. Hab ich noch nicht gesehen, hab nur den Teaser gesehen. Ist schön. Ausländer interessieren mich nicht. Verstehe ich mich auch nicht. Soll ich schon Ruhe lassen? Ich finde diese AKK-Sache, Annegret Arschkrampenpower, muss ich durchsetzen einfach, hat mich beeindruckt, so dass es sie jetzt von einem Fettnäpfchen ins nächste tappt. Und das freut mich sehr für die CDU. Wie hast du Merkel gerade genannt? Fettnäpfchen. Achso, ja. Nehme ich zurück und behaupte das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass die Woche sehr spannend war, auch wegen den Wahlen. Auch für mich privat, weil ich ja an der Schauspielschule nicht angenommen worden bin. Ich hätte so viel zu erzählen gehabt. Hurensöhne! Darf man das im Radio sagen? Ich denke schon. Test nochmal zum Abschied. Fotze. Das war mein erstes Vorsprechen. Es muss nicht gut laufen. Ist egal. Es lief ja auch gut. Egal. Was sagst du? Was ist deine Benotung? Neger. Darf man das im Radio sagen? Macht jetzt mal, dass der Podcast zu Ende ist, wenn man das nicht sagen kann. Ja, genau. Ich sage dir, die Woche war eine 7. Meine Fresse, mir ist alles scheißegal. Wir machen ganz oft 7 draus, ne? 7, 8 ist immer so das Ding. Wir müssen ein bisschen 6,5. Wir müssen radikaler denken. 6,5. Ich sag 6,6. Okay. 6,666666. Das war eigentlich viel spannender wegen der Wahl. Die Illuminaten hängen dahinter, 6,6666. Ich sage trotzdem eine 7. Ich höre dich nicht, die Musik ist mir zu laut. Ist mir egal. Tino, nächste Runde sage ich, spreche nur noch Englisch. Ja. Gute Idee, nur Anglizismen. Da reden wir so IBIMs, cool und so und machen dann voll die moderne Sprache. Zur 30. Ausgabe. Schreibt es in die Kommentare, was sollen wir zur 30. Ausgabe machen, schreibt es uns. Was wünscht ihr euch? Implizieren nicht, dass wir hier nicht kreativ genug wären, um auch eine eigene Idee zu finden. Nein, wir sind basisdemokratisch und fragen die Basis, die Fans.
Schädelbasisbruch, dann Gamadeus. Okay, die Musik ist jetzt wirklich unerträglich laut. Ja, uns fällt nichts mehr ein, also ich weiß nicht. Sag noch mal, wie geht's dir? Großartig, ich bin im nächsten Tatort Weimar zu sehen, ihr könnt gerne einschalten. Ach, Tatort Weimar, das hast du vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, der letzte Schrei heißt die Episode und ich bin jetzt richtiger Schauspieler. Geil, wann wird er ausgestrahlt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ich gehe jetzt von Weihnachten aus. Schloss Einstein könnt ihr mich sehen und In aller Freundschaft. Ich habe jetzt ganz viele schöne Episodenrollen gespielt. Wie geht's dir? Mir geht's so, du solltest vielleicht T-Shirts tragen, wo Brennpunkt-Internet draufsteht, wenn du in diesen Sendungen vorkommst. Ah, ich werde immer umgezogen, aber ich versuche es reinzuschmuggeln. Ich kann es mir auf die Stirn schreiben mit Edding. Tätowieren, da können sie eh nichts machen. Gut. Aber Merch, so. Wir sollten, ich meine nicht Merch, Artikel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Leserinnen sollten wir machen. T-Shirts. Machst du immer noch dieses dumme Anglizismus-Ding? Ja, ich bin natürlich. Raus, Mann. Ich bin raus. Ich bin drin. Entertainment! Ich bin sehr gerne drin. Das mache ich wirklich. Ich mache mir wirklich so eine Mütze, wo dann Brennpunkt Internet draufsteht oder sowas. Das ist ziemlich geil. Ja. Tschüss.